Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen zum zweiten Tag, zur zweiten Etappe unserer dreitägigen Tour von Verona runter nach Venedig. Ich stehe hier in der Innenstadt von Vicenza und hier beginnt die heutige Tour, die uns ja so mit, ich schätze 65 Kilometer werden es werden, so um den Dreh rum, mit ein paar Höhenmeter von Vicenza runterbringt nach Padua. Das heißt, wir drehen heute ein Richtung Südosten und fahren eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger am Bacchiglione, an so einem kleinen Flüsschen entlang und lassen uns da hinabtreiben und schauen, was da alles passiert. Wir sind sehr, sehr gespannt. Das ist eine Gegend, die wir auch nicht kennen, was da alles auf uns zukommt. Wir haben ein paar Sachen mit eingeplant. Hoffentlich sind die auch so schön in Natura, wie sie sich gelesen haben. Wir werden sehen, was passiert. Ja, als allererstes möchte ich aber kurz zu Vicenza kommen. Eigentlich wollte ich euch hier so ein bisschen was von der Stadt zeigen. Jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil heute Markt ist und genau am Hauptplatz kaum was zum Sehen war. Aber trotzdem ein paar Worte im Vorfeld dazu. Vicenza ist eine Stadt mit 111.000 Einwohnern, ist also relativ groß. Und hier ist in den beiden Weltkriegen relativ viel kaputt gegangen. Erster Weltkrieg hatte ich gestern schon angesprochen. Auch im Zweiten Weltkrieg war das hier einer der Bastionen des Widerstands. Dementsprechend ist hier viel passiert. Es gab unter anderem auch 2000 zivile Opfer und es ist extrem viel auch bombardiert worden von oben. Dementsprechend sind viele, viele Sachen, die hier jahrhundertelang entstanden sind, einfach kaputt gegangen. Das ist sehr, sehr schade, ist aber halt so. Nach dem Weltkrieg hat man sich hier wieder drappelt. Insofern ist Vicenza heute eine der reichsten Städte, die es in Italien überhaupt gibt und ist sehr, sehr bekannt für Schmuck und Mode. Unter anderem sind da herunten das Modelabel Diesel, kennen wir alle, ansässig der Hersteller Dainese, sagt vielleicht dem einen oder anderen, der schon mal auf dem Motorrad gesessen ist. Und für die Rennradfahrer, die Firma Campagnolo hat auch ihren Firmensitz hier vor den Toren von Vicenza. Ja, das soll schon gewesen sein. Lasst uns jetzt aufs Rad steigen und einmal Richtung Süden fahren. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. So, na, jetzt geht's los. Jetzt beginnen wir die heutige Tagesetappe. In Vicenza Rad zu fahren ist mal so, mal so. Ihr seht, wir sind jetzt gerade hier auf einem sehr schönen Radweg, der jetzt gerade die große Straße umgeht. Vorhin haben wir ein Stückchen auf der großen Straße fahren müssen. Das ist halt so in Italien. Manchmal geht's perfekt, manchmal ist italienisches Chaos, aber alles halb so wild. Vicenza ist ja die Stadt des Palladio oder Palladio, je nachdem wie man möchte, dieses berühmten Architekten der Renaissance, der von 1508 bis 1580 gelebt hat und als erster reiner Berufsarchitekt gilt, also kein Universalgelehrter, wie das damals in der Zeit eigentlich so üblich war, sondern jemand, der sich nur auf die Architektur spezialisiert hat und dementsprechend auch hier in Vicenza sehr, sehr viele seiner Bauwerke hat entstehen lassen. Ah, ihr seht es jetzt direkt vor mir. Wunderschön, dieser Radweg. Hauptstraße ist ganz weit weg. Wir fahren hier in aller Ruhe staccatoartig geradeaus. Und wir fahren natürlich auch Richtung Südosten. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Gerade in der Früh ist die Sonne noch ein bisschen tiefer. Kommt die halt von vorne oder so von leicht von der Seite und bricht sich manchmal in der Linse des Aufnahmegerätes. Da hat man ab und zu diese leichten Strahlen drin. Aber gut, das können wir halt nicht ändern. Lieber so als Regentropfen auf der Linse. Und da
dann kommen wir gleich zum nächsten, und zwar zu den heutigen Wetterbedingungen. Ihr seht es, es ist sonnig. Ah, super. Es ist richtig schön warm. Wir fahren bereits jetzt beide in kurz. Temperaturen, ich würde mal sagen, in der Sonne so zwischen 23 und 25 Grad. Also wirklich on top, genauso wie man sich vorstellt. Für den einen oder anderen könnte man vorstellen, wird es jetzt schon wieder fast zu warm. Ich finde es einfach toll. So, hier wird gebaut. Da kommt uns das Baufahrzeug entgegen. Das kann halt auch mal passieren. Nicht so schlimm. Werden wir schon dran vorbeikommen. Ah, Leute, es ist herrlich. Schaut euch das an. Die Sonne strahlt mich an. Super schön zum Fahren hier. Ein absoluter Radfahrtraum. Die Region Venetien besteht aus 7 einzelnen Provinzen. Das ist so etwas Ähnliches wie bei uns, einfach ein Landkreis. Und von diesen 7 Provinzen, da durchqueren wir auf dieser Reise 4. Wir sind ja losgefahren in der Provinz Verona, waren jetzt in Vicenza, beziehungsweise fahren noch durch die Provinz Vicenza, kommen dann noch in die Provinz Padua und Venedig. Und was man nicht streifen, das ist Treviso ganz drüben im Osten, Rovigo ganz unten im Süden und Belluno, das ist im Norden oben. Da wären wir noch in den Bergen, da kommen wir nicht dran vorbei. Jetzt haben wir mal für ein kurzes Stück hier den Radweg verlassen und fahren auf einer kleinen Landstraße. Kaum Verkehr, bis jetzt hat uns noch gar kein Auto irgendwo überholt oder ist entgegengekommen. Super zum Fahren. So, da, jetzt wechseln wir hier den Belag. Jetzt auf festgefahrenen Schotter. Ah, wunderbar zum Fahren. Ah, hier ist Wäschetag. Italiener. Ah, Leute, schaut euch das an. Es ist Wahnsinn. Wir haben heute den 14. April. Und es ist so wunderschön. Temperaturen perfekt. Sonnenschein perfekt. Regal perfekt. Was will man denn mehr? So, mittlerweile sind wir in Montegalda angekommen. Das ist so gute 20 Kilometer hinter Vicenza. Der Ort ist relativ klein, der hat gute 3000 Einwohner. Aber sie haben eine Burganlage, die im 11. Jahrhundert errichtet wurde und dann zigmal umgebaut wurde. Und da steht heute noch einiges davon. Und da werden wir jetzt mal hinschauen. Ja, ich weiß ja nicht, wie euer Garten zu Hause aussieht, aber die Gartenanlagen dort oben bei dieser ehemaligen Burg und jetzigen Schlösschen, à la Bonheur. Und ich kann euch nur sagen, das Ganze ist im Privatbesitz. Holla die Waldfee. Liebe Leute, jetzt machen wir Mittag und wir haben ein wahnsinns tolles Plätzchen gefunden. Und was fällt euch als erstes auf? Wir sitzen im Schatten. Das gibt es normalerweise gar nicht. Jetzt haben wir hier die letzten 14 Tage eigentlich immer nach einem Sonnenplätzchen gesucht, dass wir nicht ganz so frieren.
Und heute ist so super schön warm, dass wir froh sind, wenn wir die Mittagspause so ein klein bisschen im Schatten verbringen dürfen. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. So, jetzt fahren wir wieder am Baglione. Das ist übrigens gar kein kurzer Fluss, der entspringt nämlich so 10 Kilometer vor Vicenza und hat eine Länge von 119 Kilometer, bevor er sich dann ins Mittelmeer, in die Adria ergießt. Geht jetzt einmal über die Brücke auf die andere Seite. Upsala. Oh, das war die größte Steigung des Tages. Super schön hier. Also Leute, ich kann euch nur sagen, es ist hier ganz, ganz super zum Radfahren. Ihr seht ja den Weg jetzt vor mir und ich würde mal sagen, wir sind jetzt, seit wir in Vicenza weg sind, ungefähr ja, so 85, vielleicht 90% auf solchen Wegen hier gefahren, der Rest auf öffentlichen Straßen. Also wirklich super die Etappe. Wir haben uns gerade vorhin, jetzt, als wir Mittag gemacht haben, darüber unterhalten, steht also in keinster Art und Weise der letzten Etappe auf dem Alpe-Adria-Radweg von Udine runter nach Grado nach. Hier ist es mindestens genauso schön zu fahren. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt vom Flüsschen mal für eine Weile. Da wird es links weitergehen. Ihr seht es auch vor mir angeschrieben hier. Padua wären nur 12 Kilometer. Wir schwenken jetzt hier nach Westen ein und fahren ein Stück weiter raus in die Euganeische Hügelkette. Das ist ein ganz interessantes Konstrukt. Die sind nämlich aus Vulkangestein entstanden, also Vulkanausbrüche, auf einem relativ großen Gebiet mitten in der Poebene. Das sind nämlich 15 Kilometer in etwa lang und 12 Kilometer breit. Und da ist die höchste Hebung, man muss gar nicht glauben, 600 Meter hoch. Wir befinden uns ja hier so immer so ja, 20, 25 Meter. Also geht es ganz gewaltig rauf, so weit fahren wir aber nicht hinein. Wir wollen da eigentlich nur hinschauen, da gibt es eine Abtei. Die wollte ich mir anschauen, dass da etwas Schönes ist. Und dann drehen wir da eine große Kurve wieder zurück Richtung Padua. So, jetzt vor mir seht ihr schon diese Hügel, die sich hier wirklich aus dem Nichts erheben, wie so ein kleines Gebirge. Da kann man sich mal vorstellen, was hier los war und ja auch immer noch ist. Durch diese tektonische Spannung, durch die afrikanische Kontinentalplatte, die hier drauf drückt auf die eurasische. Früher waren halt hier dann auch noch Vulkanausbrüche im großen Stil hier heroben. Mittlerweile haben wir die ja nur noch im unteren Bereich des Feuerrings. Beim Ätna oder dann draußen an den Liparischen Inseln, wo am Stromboli immer wieder mal was ausbricht. Aber dieses Italien ist wirklich eine absolut, in Anführungsstrichen, heiße Gegend. So, und gut 4 Kilometer von dem Abzweig vom Fluss, direkt hier am Fuße der Hügelketten, ist diese Abtei Braglia. Es ist ein Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert. Da schauen wir jetzt mal rein, was die Schönes so zu bieten haben.
So, das war's jetzt mit dem Benediktinerkloster. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich fand die Anlage sehr, sehr schön, wie das ja bei den meisten Klosteranlagen ist, die noch bewirtschaftet werden. Es ist halt immer ein sehr monumentaler Bau und außenrum die ganzen gepflegten Gärten, in dem Fall hier auch Anlagen mit Wein. Sehr schön angelegt, sehr gepflegt, wie das bei den Mönchen halt so üblich ist. Wir setzen unsere Reise jetzt fort und fahren jetzt so im großen Bogen wieder zurück Richtung Südosten, Richtung Padua. So, hier fahren wir jetzt von der Provinz Vicenza hinein in die Provinz Padua. Von mir seht ihr immer noch einen von diesen Vulkanhügeln. Sind immer bis zur Spitze oben wirklich bewaldet. Sehr fruchtbarer Boden und halt absolut faszinierend, weil ja die Poebene wirklich bretteben ist. Und dann sind hier auf diesem ja, relativ großen Gebiet wirklich diese Hügel aus dem Boden gestampft worden. Eine der Errungenschaften, die dieser Vulkanismus, der die Hügel hier hat entstehen lassen und die tektonischen Plattenverschiebungen mit sich bringt, ist heißes Thermalwasser. Und das tritt hier genau in dieser Gegend ans Licht. Deswegen hat sich hier auch ein sehr großes Kurgebiet etabliert. Abano Terme mit zig Hotels und Badeanstalten. Das ist unter anderem auch die Partnerstadt von Bad Füssing in Bayern. Das heißt, wenn man sich's gut gehen lassen will, dann kann man hierher fahren, kann ein bisschen im warmen Wasser planschen, was für seine Gesundheit tun. Wir haben auch kurzzeitig überlegt, ob wir nicht unsere Übernachtung hier raus verlegen, nicht direkt in Padua. Haben uns aber dann für die Stadt entschieden, weil wir meinen, dass wir da ein bisschen mehr zu Gesicht bekommen. Da fahren wir jetzt auch hin. Das ist ein paar Kilometer weiter noch, bis wir dann jetzt in der Stadt aufschlagen. So, nochmal zum Thema Bike Mike Club. Wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, wenn ihr noch ein bisschen mehr haben wollt, als in Anführungsstrichen nur Radfilme ansehen, dann klickt einfach mal in der Beschreibung unten auf den Bike My Club, was da alles Schönes gibt. Da gibt es ein eigenes Video dazu. Unter anderem gibt es auch unsere Bike My Club T-Shirts. Das ist unser Clubausweis. Sigi hat eins davon an. Das ist die Damenausführung, gibt es in zwei Farben. Das eine ist Fuchsia, das ist dieses Weinrot, was Sigi jetzt anhat. Die zweite Farbe wäre Blau. Und bei den Männern haben wir ein Dunkelblau und Schiefer zur Auswahl. Schaut einfach mal rein. Und wenn ihr das T-Shirt haben wollt, dann meldet euch da an. Wir schicken es euch dann zu. Die zweite Etappe von Vicenza nach Padua hat eine Länge von knapp 65 Kilometern. Dabei ging es 180 Höhenmeter nach oben. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 18 km/h waren wir dann 3,75 Stunden rein netto im Sattel gesessen. Wenn ihr die Tour nachfahren möchtet und ein Navi verwendet, dann könnt ihr das GPX-File gerne auf meiner Website www.bikemike.net runterladen. Für die Streckenführung und Fahrbarkeit übernehme ich natürlich wie immer keinerlei Haftung. So, liebe Leute, und ratzfatz ist die Etappe schon wieder vorbei. Der zweite Tag ist Vergangenheit von unserer dreitägigen Tour. Morgen gibt es noch einen kurzen Hupfer runter nach Venedig. Dann ist diese Venedigfahrt auch schon wieder Vergangenheit. Aber zu heute. Heute in der Früh ging es ja in Vicenza los. Da haben wir leider ein bisschen Pech gehabt, weil wir hätten uns ganz gern diese Bauwerke vom Palladio angeschaut. Die waren alle so ein bisschen verdeckt durch den Markt, der heute stattgefunden hat. Aber so what, was soll's. Die Stadt ist trotzdem sehr, sehr schön und sehr sehenswert. Dann ging es raus und sind wir ganz gemütlich so vor uns hingezuckert, haben die ein oder andere schöne venezianische Villa links und rechts anschauen können und sind vor allen Dingen auf super Wegen unterwegs gewesen. Ich glaube, wir waren heute, ich hatte es unterwegs schon mal gesagt, so 85% würde ich mal schätzen, auf reinen Fahrradwegen unterwegs. Und das ist bei so einer Etappe wie heute, die ja schon auch eine gewisse Länge gehabt hat, schon was Besonderes. Und die restlichen 15% waren es dann Landstraßen, die waren kaum befahren, also überhaupt
überhaupt kein Thema. Nur die zwei Köpfe der Tour mit Vicenza und Padua, klar, da ist immer beim Rein- und Rausfahren ein klein bisschen mehr los. Wobei ich sagen muss, gerade die Einfahrt hier nach Padua, eine 200.000 Einwohnerstadt, ist für das Rad auch sehr, sehr gut gewählt, weil man sehr, sehr lange am Flussufer entlang fährt. Ja, unterwegs sind wir immer schön vor uns hin meandert, haben das italienische Flair auf uns wirken lassen. Die Wärme der Sonne, sind an der einen oder anderen Anlage vorbeigekommen. Diese wunderschöne Burg, die jetzt als Schloss umgebaut ist. Dann rausgefahren zu dieser Abtei, war auch ein tolles Erlebnis. Das kann man machen, man muss es aber auch nicht machen. Das ist so ein kleiner Umweg gewesen von, ich schätze mal, so 15 Kilometer. Die kann man sich auch sparen, indem man direkt hierher fährt nach Padua. Wir haben es gemacht, ist halt so. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, es war eine traumhaft schön zu fahrende Etappe. Deswegen bekommt diese Route heute von mir auch 1, 2 und auch den dritten Schönheits- oder Landschaftspunkt. Ja, wie schaut es aus mit der Kraftanstrengung? Wir haben jetzt so knapp 70 Kilometer auf dem Tacho. Die gingen zwar immer schön flach dahin, aber man sitzt halt dann doch relativ lang im Sattel. Das ist das Einzige, was zum Thema Kraftanstrengung hier zu sagen ist. Man braucht relativ viel Sitzkondition. In den Beinen selbst ist das überhaupt kein Thema. Ich würde sagen, die erste und auch die zweite Wade macht hier Sinn. Mehr muss es nicht sein. Genauso schaut es auch mit dem Akku aus. Akkuverbrauch ist heute kein Thema. Ich habe einen 750 Wattstunden Akku, die Silke einen 625er. Beide Akkus sind noch gut zur Hälfte voll. Wir sind ganz gemütlich im Eco-Betrieb hier durchmeandert durch das Oberitalien. Ich glaube, da braucht man sich keinen Kopf machen, selbst wenn man eine etwas höhere Stufe für die Akku-Motorunterstützung wählt. Ja, das war's schon wieder. Morgen haben wir, wie gesagt, diesen kurzen Sprung noch nach Venedig. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe vor allen Dingen, dass euch die heutige Etappe auch gefallen hat. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder mit dabei wart bei dem Ganzen. Bleibt dran, auch bei der dritten Etappe. Pfiat euch, Servus, bis zum nächsten Mal, euer Bike Mike. So, zum Thema Räder verstauen, das ist hier wieder super gelöst worden. Und zwar, man hat uns hier den Fitnessraum zur Verfügung gestellt. Da haben wir jetzt die Räder reingeschoben. Das ging wunderbar von der Tiefgarage. Eine super Rampe zum Runterfahren, also keine einzige Stufe, über die wir haben drüber gehen müssen. Wir können hier die Räder direkt an Strom hinhängen. Die werden über Nacht geladen. Und das Allerbeste ist, wir haben hier den Schlüssel in unserer Obhut. Das heißt, wir sperren den Raum ab und erst morgen wieder auf.